Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zu meinem Video Selbsthilfeübungen mit der Dorn-Methode. Ich werde von Patienten in der Praxis immer gefragt, welche Übungen kann ich denn machen, um nach einer Dornbehandlung mich zu stabilisieren, um mir selbst etwas Gutes zu tun, um meinem Rücken etwas Gutes zu tun. Da gibt es eine ganze Reihe Übungen. Ich zeige in der Praxis vor allen Dingen immer wieder die Übung der Hüftgelenkskorrektur. Diejenigen von euch, die mein erstes Video zur Dorn-Methode gesehen haben oder die selbst schon zur Behandlung bei mir waren, die wissen, dass das Hüftgelenk nicht immer richtig in der Hüftpfanne sitzt. Manchmal ist es so ein kleines Stück herausgetreten. Das bedeutet, wir haben eine Beinlängendifferenz. Und diese Beinlängendifferenz ist oft die Ursache für nachfolgende Rückenbeschwerden. Deshalb ist es ganz wichtig, dass das Hüftgelenk richtig in die Hüftpfanne hineingeschoben wird. Dafür gibt es im Bereich der Dorn-Methode eine sehr einfache, aber nichtsdestotrotz sehr, sehr wirkungsvolle Selbsthilfeübung. Ich zeige sie immer wieder in der Praxis nach Behandlung. Es geht darum, das Hüftgelenk selbst zu positionieren. Ihr hebt euer rechtes Bein an. Wichtig ist, dass ihr euch links festhaltet. Legt die Hand an den Po-Ansatz. Habt Spannung im Arm. Die Hand und die Spannung bleibt, während ihr den einen Fuß absenkt, bis er neben dem anderen steht. Ihr braucht hier im Knie einen 90-Grad-Winkel und hier einen 90-Grad-Winkel. Also das Knie muss gut oben sein. Wenn es so ist, dann gelingt die Übung nicht. Hand an den Po-Ansatz, Hand und Spannung bleibt, bis der eine Fuß neben dem anderen steht. Das geht relativ schnell. Man kann es sehr schnell machen, 4-5 Mal hintereinander, dann auf der anderen Seite. Auch hier gilt festhalten, Hand an den Po-Ansatz, Spannung im Arm, wichtig, 90-Grad-Winkel, und halten und absenken. Damit positioniert ihr euer Hüftgelenk richtig in der Gelenkspfanne. Man kann diese Übung auch im Liegen machen. Das bietet sich einfach an, dann, wenn ihr morgens beim Aufstehen im Bett liegt und denkt, ja, jetzt würde ich gerne meine Dornübung machen. Ich werde das einmal demonstrieren. Also ihr liegt. Das Vorgehen ist das gleiche wie im Stehen. Ihr seht hier 92 Grad Winkel, Hand am Po-Ansatz und ausstrecken und ablegen. Ausstrecken und ablegen. Das gleiche Prinzip wie im Stehen. Nun kommen wir zum Kniegelenk. Auch das Kniegelenk sitzt oft ein wenig verschoben, sodass der Gelenkspalt vergrößert ist. Viele Beschwerden im Bereich des Kniegelenkes sind die Folge daraus. Auch hier ist es das gleiche. Wir üben beugendes Gelenk, legen die Hand etwas oberhalb, die eine Hand an die Wade, geben Druck auf das Gelenk und öffnen es. Auf beiden Seiten. Und so wird euer Kniegelenk richtig positioniert. Hüftgelenk ist genau das Sprunggelenk, ähnliches Prinzip. Wir beugen die Knie etwas. Ich gebe gerne noch etwas Druck auf die Knie. Wir haben das Sprunggelenk hier etwas angewinkelt und öffnen es. Das gleiche können wir im Bereich der Schultern machen. Auch hier ist es ganz wichtig, dass sämtliche Gelenke gut in ihrer Position sitzen. Auch hier Druck auf das Gelenk. Ich schaue gerade, wie stelle ich mich zur Kamera. Und das Gelenk öffnen. Gleiches Prinzip. Und das gleiche mit dem Ellenbogen. Druck auf das Gelenk und öffnen. Ihr seht, diese Selbsthilfeübungen für die Dorn-Methode sind relativ leicht anzuwenden. Nehmen keinen großen Zeitaufwand in Anspruch. Auch das Handgelenk, gleiches Prinzip, Druck auf das Gelenk
und das Gelenk öffnen. Wir haben auch noch die kleinen Fingergelenke. Auch dort müssen häufig die Positionen korrigiert werden, wenn wir merken, wir haben Schmerzen im Bereich der Gelenke. Auch hier gleiches Prinzip. Wir winkeln das Gelenk an, geben Druck drauf und öffnen es. Geht auch hier, oder ich zeige es besser hier an diesem Gelenk und öffnen. Das könnt ihr mit allen Fingergelenken durchmachen. Das ist natürlich nichts, was man jeden Morgen macht, aber diese Hüftgelenksübung, die wäre mir relativ wichtig. Was noch eine gute Möglichkeit ist, um euer Becken zu mobilisieren, ist, ihr stellt euch hin und pendelt mit beiden Beinen. Oft kann man dadurch Verschiebungen im Bereich des Kreuzbeines, im Bereich des Steißbeines, des Iliosakralgelenkes ganz gut lockern und das Ganze mobilisiert sich wieder. Wenn wir weiter oben hier im Bereich der Halswirbelsäule Beschwerden haben, dann gibt es die Möglichkeit, wenn ich merke, hier ist der Schmerz, muss der Wirbel oft weg von der Richtung und ihr pendelt, ähnlich wie bei einer Dornbehandlung. Versucht, den Wirbel ein Stück weit in diesem Falle nach rechts zu ziehen. Ihr könnt auch eure Halswirbelsäule, wie auch hier, wie bei der Dornbehandlung, entlang fahren, dort wo ihr merkt, ah ja, hier ist ein Schmerz, dort einmal drauf bleiben und versuchen, den verschobenen Wirbel ein Stück weit zu korrigieren. Dadurch, dass ihr nicht mit Schwung oder mit Überdehnung arbeitet, gibt es hierbei kein Risiko. Wichtig ist, es heißt sanfte Methode nach Dorn. Geht also mit euren Wirbeln sehr sanft um. Und ihr werdet merken, dass oft mit diesen Übungen man schon eine deutliche Linderung der Beschwerden erreichen kann. Wenn sich mehrere Beschwerden eingeschlichen haben, dann ist es häufig nötig, dass von einem erfahrenen Dorntherapeuten der komplette Rücken korrigiert wird, dass das Becken gerade gestellt wird, das Kreuzbein und Steißbein eben wieder in ihre Position gebracht werden. Ja, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, soweit zu den Selbsthilfeübungen der Dornmethode. Ich hoffe, ich konnte Ihnen eine kleine Anregung geben, was Sie selbst denn tun können. Und bedanke mich für Ihr Interesse. Bis bald.